Darin, let's play. Ja, meine lieben Skyrim-Kollegen, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Hier immer noch im Reich dieses komischen Bibliotheksfürsten. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich vergesse den Namen immer. Ja, wir sind hier mal wieder gelandet und suchen einen Weg hier raus, aber anscheinend... Ich bin gerade verwirrt. Von hier sind wir gekommen. Eigentlich. Von hier kommen wir. Ich laufe mal eben den Weg zurück. Ja, ist ja gut. Oder hat sich das hier verändert? Tatsächlich. Das hat sich hier verändert. Hier, guck mal. Das sah vorhin neben. Okay. Das ist hier komplett verwirrend. Der ganze Komplex hier. Oh, verdammt. Einer von der Sorte. Ich habe gewusst, dass die irgendwann kommen. Ich habe aber nicht jetzt damit gerechnet. Na gut, den machen wir frisch. Stirb! Jawohl, ja, den haben wir. Wenn er einmal auf dem Boden liegt, dann steht er auch nicht wieder auf. Schleicherbeschützer. 600 Gold. Der hat einen Horkerzahn gefressen, kann aber halten. Na gut. Ah, guck mal hier, zum Drücken. Irgendwas ist aufgegangen. Anscheinend ist immer da, wo so ein Teil ist, da kommt wohl dann so ein komischer Schleicherbeschützer raus. Was auch immer das darstellen soll, irgendwie, keine Ahnung. Ne. So eine Art Portal, irgendwo hin. Für komische Monster, die da dann rauskommen und dich fressen möchten. Okay, was haben wir denn hier? Eine Schriftrolle schon wieder, noch eine Schriftrolle. Und ein großer Behälter mit Asura und die Kiste. Okay, giftige Band, kennen wir. Übernetz, Axt des Kriegs, wollen wir nicht. Geheimnisvolle Akavir, kennen wir glaube ich auch schon. Schutzgeist beschwören, da muss ich mal eben nachgucken. So. Und zwar... Okay, kannten wir auch noch nicht, sehr gut. Wieder einen neuen Zauber erlernt. So, das Tor ist auf. Ich glaube, wir sind hier so gut wie am Ende. Aber eigentlich müsste ich hier nochmal rein, weil wir eine Kiste vergessen haben. Ganz am Anfang. Oder ist das hier? Okay, Kapitel 5, der geht noch weiter. Anscheinend ist das hier so eine Zielscheibe. So, also landen wir jetzt gleich da hinten irgendwo. Mal gucken. Öffnen. Ja, könnte sein, ne? Was weiß ich, wo wir hier sind. Wir speichern auf jeden Fall. Alter, das ist ja gigantisch hier drin. Das willst du ja nicht glauben. Dagegen war ja das erste, wo wir drin waren. Das war ja ein Kikikack. Ah, okay, jetzt sind wir wirklich hier. Eine Etage weiter oben. Aktivieren Sockel. Ja, halt, Moment. Oh, ein großer Sucher. Dann nehmen wir doch besser beide Waffen zur Hand. Speichern. Ein großer Sucher macht wahrscheinlich auch groß Schaden. Sollte man glauben. Sollte man meinen. Naja, nicht wirklich, ne? Der hat so gemacht wie die anderen auch. Was? Remanada? Was weiß ich, ey. Oh, Blitzurne. Ich glaube, das kennen wir auch noch nicht. Her damit. Blitzurne. Und... Kennen wir schon. Okay, dann weg damit. Verschwinde! Keiner braucht dich. Sockel aktivieren. Wahrscheinlich geht jetzt die Tür irgendwo auf. Warte, der Sockel ist leer. Welches Buch möchtest du drauflegen? Ah, Alter. Okay, wir haben hier ja mehrere Bücher gefunden. Anscheinend muss ich mir die alle durchlesen. Und je nachdem, was ich da drauflege, dann passiert wohl irgendwas. Ah, nee, ich muss hier alle Bücher platzieren. Hier muss man irgendein Buch platzieren. Warte mal. Wie sieht das aus? Das sieht aus wie so zwei Klauen. Was ist hiermit? Das sieht aus wie Tentakel. Alles klar, wir müssen die Bücher lesen. Oh oh, irgendwas. Die Reinigung des Gotteshauses. Wir hätten das hier nicht looten sollen. Jetzt ist irgendwo... Ach, da ist ein Sucher. Jetzt ist aber besoffen. Komische Geräusche gemacht, ein bisschen geräuspert. Schon kippen wir rum. Haben wir doch vorhin schon den Kokon gelootet? Ich glaube nicht, ne?
So, und alles klar. Auswirkungen der Schriftrolle alten. Oh, sehr interessant. Wir wissen ja die Auswirkungen, die kennen wir ja schon mal mit blind und was weiß ich nicht alles. Kann auch eine Jagd. Ja, damit über die Vorsicht. Okay, war doch immer. Ein Auge. Die Falle. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt nicht drum herum, das Buch zu lesen, befürchte ich. Oder die Bücher, sind ja sogar mehrere. Wir speichern. Wie heißen die Bücher? Ich muss eben gucken. Das erste heißt Knochenlose Glieder. Okay. Wo ist das denn? Ah, über Apokrypta. Die fangen alle mit über Apokrypta an. Über Apokrypta. Fangen wir an mit Forschende Scheren. Ah, ist sogar ein ganz kurzes Buch. Leere Hüllen und krachende Klingen, die schnappen und zucken und biegen, das Opfer gewaltsam zu halten, bis Geist und Leben versiegen. Ich habe nichts verstanden. Knirschende Klingen. Die Knochen schneiden und mahlen, in feuchtwarmen glühenden Essen, reißen Fleisch von scheuen Gebeinen, ganze Körper bereit zum Fressen. Fatt. Knochenlose Glieder. Eine glitschige Masse an Gliedern, die aus dem Griff sich windet, sich reckt des Gesichts zu berühren, bis ihr Geist in Flammen schwindet. Fatt. Die Spähkugel. Was die Welt leichten Mutes erobert, kann auch suchen nach glänzendem Tand, raubt die Essenz aus allem und berichtet vom Nichts, das es fand. Was? Macht das einen Sinn? Stimmt nicht. Also irgendwas passiert dann hier wahrscheinlich. Hier ist nämlich so ein Sockel. Na gut, was für Symbole haben wir denn hier überall? Was macht denn irgendwie Sinn? Hier ist so eine Art Maul. Irgendwas mit Fressen vielleicht. Da war doch irgendwas mit Fressen, ne? Über Apo irgendwas. Scheren, Klingen. Klingen? War das mit den... Hier, die Knochen schneiden und mahlen in feuchtwarmen glühenden Essen, reißen Fleisch von scheuen Gebeinen, ganze Körper bereit zum Fressen. Was macht das für einen Sinn? Die Knochen schneiden und mahlen, ja, das machen Zähne. In feuchtwarmen glühenden Essen, ja, weil sie im Mund sind, reißen Fleisch von scheuen Gebeinen, ganze Körper bereit zum Fressen. Also, das hier, ja, das, also knirschende Klingen muss hier rein. Und... würde ich mal sagen, so spontan. Macht zumindest Sinn. Was ist das hier? Was weiß ich. Das machen wir zum Schluss. Das kann alles sein. Machen wir erstmal das da vorne. Da hinten ist nämlich ein Auge. Das weiß ich. Und hier ist ganz viele Tentakel oder sowas, ne? Ja, Tentakel irgendwas. Gucken wir mal, was da Sinn macht. Über Apo. Forschende Scheren kurz da hinten hin. Das hier könnte die Glieder sein. Eine glitschige Masse an Gliedern, die aus dem Griff sich windet, sich reckt das Gesicht zu berühren, bis der Geist in Flammen schwindet. Das müsste das hier sein. Also knochenlose Glieder. Das macht am meisten Sinn. Okay, hier vorne dann das Auge. Haben wir das schon geplündert? Ja, haben wir. Okay, hier dann das Auge. Lesen wir das nochmal durch mit dem Auge. Und zwar, das müsste ja dann Spähkugel sein. Was die Welt leichten Mutes erobert, kann auch suchen nach glänzendem Tand, raubt die Essenz aus allem und berichtet von nichts, das es fand. Nee, ich habe keine Ahnung. Das Buch macht am wenigsten Sinn für mich. Forschende Scheren. Leere Hüllen und krachende Klingen, die schnappen und zucken und biegen, das Opfer gewaltsam zu halten, bis Geist und Leben versiegen. Nee, also wir setzen hier die Sphäe-Kugel ein, weil es einfach von der Kugel her sich nach Auge anhört. Was soll denn passieren? Schlimmstenfalls ist es falsch und, wir sterben. Keine Ahnung. So. Einmal bitte das Buch hier platzieren und zwar das. Aha! Es war anscheinend richtig. Irgendwas passiert hier. Auf jeden Fall. Sehr gut. Aha. Ist da unten die Tür aufgegangen, wo die Truhe ist?
Wo war die Tür überhaupt mit der Truhe? Kann ich die von hier sehen? Nee, dahinter ist noch immer zu, verdammt. Kapitel 6. War wohl richtig. Alle richtig gemacht. Sehr gut. Ja. Wo auch immer wir hier sind. Eventuell war es auch gerade komplett egal, wo wir die Bücher platziert haben. Vielleicht ist die Reihenfolge... Vielleicht war das einfach nur, um uns zu veräppeln. Steinhaut. Starke Heilung. Die Kunst der Kriegsmagie nehmen wir mit. Das sind die Bücher, mit denen man, wenn man sie das erste Mal gelesen hat, Zerstörungsmagie wahrscheinlich gelernt hat. Kann man nicht öffnen? Ist doch ein Kokon. Verstehe ich nicht. Ah, doch, da. Jetzt gerade stand es da. Okay, ich muss das Buch angucken. Ist ein Bug. Das Lied von... Kennen wir schon. Ne, der war Mond und Sterne. Keine Ahnung. Kennen wir nicht. Nehmen wir mit. Ah, da vorne ist doch ein Drachenschrein, oder? Verdammt, sind uns jetzt die Tür zugegangen. Das finde ich nicht so prickelnd. Ah, Hilfe! Hier ist doch einer. Warum kann ich hier hochlaufen? Hat das einen Sinn? Sehr gut, der Sucher ist schon mal kaputt. Ha, der nächste. Oh, nicht in das Vieh reinlaufen. Stirb! So. Die sagen nichts mehr. Der erste Krieg des Rates nehmen wir mit. Stirb, gib deine 280 Gold und er hätte weniger gehabt für die anderen. Der war auch schwächer. Dann hat man gemerkt, er hat nicht so viel abgezogen, als er nach uns getreten hat. Alles klar. Sehr gut. Anscheinend, also wir lernen hier jetzt auf jeden Fall einen Drachenschrei. Ich habe eigentlich gedacht, wir finden hier auch irgendwo ein Buch. Schade eigentlich. Aber ist der Drachenschrei ja richtig geil. Aber guck mal, was das für ein komischer Schrein ist. Das ist schon, ist das ein selbstkonstruierter Spruch? Lindwurm-Drachenform. Okay, das ist die zweite Stufe, glaube ich, ne? Kann das sein, von dem Schrei? Nee, ich wollte tatsächlich sagen. Wo ist jetzt denn? Hä? Drachenform? Wo ist denn Drachenform? Hier. Ah doch, tatsächlich, Rüstung, Drachenform. Wir haben jetzt schon alle fünf, alle drei Schreie. Du kannst einmal pro Tag die Drachenform eines Kolossalen, bla 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 bla. Okay, Lindwurm. Gut. Haben wir noch einen Schrei übrig? Ich glaube nicht, ne? Nee, haben wir natürlich nicht. Alles klar. Wir haben das Buch, denke ich mal, abgeschlossen damit. Normalerweise gab es aber am Ende immer ein anderes Buch, was man lesen musste, damit es dann wirklich vorbei war. Aber hier irgendwie nicht. Oder habe ich irgendwas übersehen? Eventuell. Kann man hier noch irgendwo runterspringen oder so? Nö. Das ist vorbei. Einfach so. Ja gut, ich meine, ist ja auch nicht schlecht, ne? Dementsprechend ins Buch reingeschlinzt. Wachträume war es, ne? So. Und auf Wiedersehen. Na gut, ja. Kein Buff an sich bekommen, aber dafür die letzte Form von der Drachenform. Ist auch ein komischer Satz. Was war das? Ah, was ist hier los? Jemand muss etwas unternehmen. Ja, natürlich, aber das ist ja gut. Wenn hier jetzt gerade ein Drache ist. Wir haben ja gerade einen Drachenschrei gekriegt. Das trifft sich ja ziemlich passend. Verheerter Drache. Verheerter Drache, wollen Sie runterkommen?
Ich nehme wieder Stellung da oben bei unserem Standardpunkt ein. Von da kriegen wir den auch auf jeden Fall geplättet. Und da landet der ja sowieso nachher wieder. Immer der Sonne entgegen. Ah, der Verrückte ist hier. Der liegt da vorne tot rum. Der macht ja gar nichts, der sitzt da nur. Soll er machen. Na, Kacke. War der schon immer... Ist er beim letzten Mal schon hier gestorben? Ich weiß es gar nicht. Tu den mal weg. Irritiert mich. Hier. Werf einfach runter, was soll das? Wo haben wir den Ding geworfen? Aufs Dach oder so? Keine Ahnung. Nein, ich komme nicht mehr hoch, oder was? Ist das ein Bug oder was? Ich stecke hier fest. Na toll, ey. Ah, Mann. Kann ich schon wieder hochrennen. Ich verstehe das manchmal nicht. Ja, La Haas. Immer diese französischen Drachen hier. So. Mit dir nehmen wir es doch locker auf, Drache. Ja, ja, speibe mal deine Feuerkühlchen. Sehr gut. Ja, gleich haben wir ihn. Der ist schon ganz rot im Gesicht. Verdammt, daneben. Wir haben nicht mehr so viele Pfeile. Wir hatten mal 400, ne? Oder ich knapp. Habe nach euch gesucht. Ach, ist das ein Affe! Was liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ja, die ist schon klar, da ist ein Drache gelandet. Verpiss dich! Werde ich nicht mehr überbringen. Alter. Dieser Ort ist einfach zu viel für mich. Das war's dann wohl. Ich muss los. Hau ab! Stirbt jetzt der Kurier? Ist ja egal. Er hat, glaube ich, gesagt, das ist die letzte Nachricht, die er uns überbringen möchte, ne? Nur entspannt. Ja, jetzt kackt Skyrim schon wieder ab. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich werde aggressiv. Boah, ey, einfach so, zack, weg. Das haben wir oft hier auf Solstheim, ne? Aber auch wirklich nur auf Solstheim, habe ich das Gefühl. War das nicht beim letzten Mal auch, als der Drache da gelandet ist? Ich habe gespeichert, ne? Ich hoffe, wir sind jetzt in keiner Endlosschleife. Moment. So, Bild haben wir schon mal wieder. Tja, das ist, doof. Ey, wie oft das jetzt hier abschmiert, ne? Die haben irgendwas gemacht an dem Spiel. Bethesda, die haben irgendein inoffizielles Mini-Update aufgespielt, wodurch das Spiel immer abschmiert. Nur um uns zu ärgern. So, ich wollte eigentlich hier den Verlangsamungsschrei auswählen. Nehme ich den da. Ah! Schiefer Ruhe. Genau, beim letzten Mal ist er abgeschmiert, als der Drache gestorben ist, ne? Der hatte seine coole Ich-sterbe-jetzt-Animation ausgeführt. Und vielleicht nicht angucken, den Drachen. Vielleicht ist das der Trick. Lalala. Ich guck den Drachen nicht an. Aber wir speichern mal. Okay, was weiß ich. Drawing Steel, 600 Gold. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Yay, wir haben einen Drachenschrei. Einen Moment. Also den Drachenschrei, den Drachenseele, den können wir direkt ausgeben. Und zwar für... Machen wir Drachenform Nummer 2. Rüstung. Sehr gut. Haben wir zwar noch nie benutzt, aber eventuell... Sollen wir das mal machen? Komm, wir machen das mal hier. Was soll denn passieren? Wir speichern vorher. Und schreien jetzt den Schrei. Falls er jetzt geht. Naja, okay, das oben muss... das Blaue muss weg sein. Das muss komplett weiß sein. Dann können wir wieder schreien. Wir warten kurz. Ja, ist ja gut. Und?
Alles klar. Hä? Ah, okay, das heißt das. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Wir sind anscheinend jetzt extrem krass. Mal gucken, haben wir irgendwelche Debuffs oder Buffs jetzt bekommen? Drachenform, 4 Minuten und zwar... Boah. Mächtige Angriffe verursachen 300 Sekunden lang 25% mehr Schaden, okay. Rüstungswert um 75 Punkte erhöht. Uraltes Drachenblut wird beschworen, wenn die Gesundheit unter 50% sinkt. Feuer- und Frostresistent sind um 25% erhöht. Okay. Aber was heißt das? Uraltes Drachenblut wird beschworen, wenn die Gesundheit unter 50% sinkt. Bezieht ihr das auf die Feuer- und Frostresistenz, die danach steht? Ich glaube nicht. Finde ich gar nicht mal schlecht, den Schrei, muss ich sagen. Vor allem, wenn wir das auf der letzten Stufe haben. Täh. Wir sind schon ein mächtiges Kerlchen. Gut, genug Zeit mit dem Bücherquatsch verschwendet. Jetzt geht's hier nach dem, oder jetzt geht's hier zum Glühenhügelgrab, oder wie das heißt. Denn wir haben ja den Schlüssel gefunden. Mal gucken, was wir jetzt richtig Cooles finden. Eventuell ja sogar noch eine Waffe. Oder... Bis hierher und nicht weiter. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Bis hierher und nicht weiter. Aber ich kann die Kraft doch nur einmal am Tag einsetzen. Schade. Bis hierher und nicht weiter? Halt die Fresse! Wer hat hier erlaubt zu reden? Zack! Und... Irgendwelche letzten Worte? Na, anscheinend nicht mehr. Gott. Ja, mit den Köpfen, das ist schon lustig. Ich meine, die brauchen den ja sowieso nicht mehr, wenn ich mit denen fertig bin. Von daher können wir auch uns einen Spaß erlauben mit dem Kopf absäbeln. So. Hinein ins Grab. Wir waren ja schon mal hier gewesen, aber damals ohne Schlüssel und dementsprechend kamen wir da nicht allzu weit. Ja, jetzt müssten wir eigentlich weiterkommen können. Genau, das Stahlrimmgedöne hatten wir schon entfernt. Dadurch konnten wir hier schon durch. Aber sehr viel weiter, genau. Hier ging es nicht weiter. Die war, glaube ich, schon zu, ne? Genau. Ha! So einfach geht das. Oh, guck mal hier. Geralt. Ewige Heilung. Verdammt, Tor ist zu. Geralt. Auch Geralt. Und schon wieder Geralt. Und Expertentruhe. Oh, einfach so geöffnet. Warum? Ah, durch den Schlüssel, okay. Alter, ist das krass hier, ey. Hau ab. Das ist meine neue, ja? Mein Lieblingsgrab, glaube ich. Alter, ist das heftig. Das ist doch nicht normal. Ich muss gleich mal gucken. Mann, ich will nicht diese Scheiß... Töpfe mitnehmen. Krug. Teller. Wie sieht das hier aus, als würde ich... was weiß ich? So. Her damit. Elixier der Stärke. Eventuell mitnehmen ist viel wert. Ist das krass, ey. Wenn man Gold genau so platzieren könnte in der Welt, das wäre cool. Dann würde ich das nämlich machen bei uns im Haus. So ein Boden aus Gold. Nee, ich will den Jagdbogen nicht haben. Weg. Also das ist, ja, das war's. Schon. Hätte ich beinahe bis gesagt. Wie viel Geld haben wir? 17.400. Also ja, 10.000 waren es eventuell schon. Jetzt an Gold. Geht noch weiter. Sehr schön. Aber was für Reichtümer. Also das war wirklich ein extrem reicher Pirat. Oh, und seine Leiche müsste ja eigentlich hier auch noch irgendwo sein. Fällt mir jetzt so auf. Stand ja da drin, ne? Dass der in sein Grab gebettet wurde, der Typ. Ah, da vorne liegt ein Skelett. Ich hab's schon gesehen.
Das wird er dann wohl sein. Hoffentlich steht er nicht auf. Sonst muss ich den verkloppen. Ach, das ist ein Schwert. Blutschwinge. Und Haken ihr Todesmal. Was hat er noch? 253 Gold. Knochenmehl. Guck mal, das kommt da oben gar nicht hinterher. So viel Gold, wie wir gerade aufgehoben haben, das ist da noch immer am Hinzufügen. Oh oh. Ah, da vorne, guck mal, da ist ein Teleporter oder so. Oder, nee, da kommen Gegner raus. Bezwinge Haken-Ito. Oh, das ist der Typ persönlich. Ja. Mach mal platt. Das sollte kein Problem darstellen. Gold. Feuerblitz kennen wir schon. Magiker-Helm brauchen wir nicht. Mal, wie oft steht das da oben noch? Geht das auch mal weg? Wir speichern mal. Mal gucken, wie pfeilempfindlich der so ist. Oh. Der hält schon was aus. Boah! Harkniers Besatzung. Ektoplasma. Alles klar, dann verkloppen wir eben seine ganze Crew. Habe ich auch kein Problem mit. Immer schön looten, die haben Ektoplasma dabei, das ist sehr selten. Nicht, dass der Typ gleich von hinten kommt und dann bist du auf einmal tot. Stirb! Alter, hier kommt immer mehr. Finde ich ja gut. Wenn da eine Endlosschleife ist, haben wir hier eine Ektoplasma-Farm. So, machen wir den noch platt. Und dann müsste eigentlich der hauptsächliche Hark hier Spacken wieder auftauchen. Und? Kommst du hier wieder raus? Ah ne, da ist er. Und mit Verstärkung diesmal. Talin, Eberherz, Hand, Goruk, Wind. Das muss doch nicht sein. Du musst uns heilen. Der geht so ab, der Sack. Ich habe Angst vor dem Blitzespacken, ey. Ja, der hat ja gar nichts drauf. Komm her, du widerlicher Pfeilfritze. Der hat sich sogar getroffen. Oh, kaputt. Her damit. Ektoplasma. Bisschen Geld. Speichern, nicht, dass wir alles umsonst gemacht haben. Ha, da ist schon wieder ein Besatzungsmitglied. In den Geisterwams. Finde den Fehler. Hm. Wir sehen uns erneut, Sterblicher. Alter. Stirb. Jetzt ist hier. So langsam werde ich hier aggressiv bei euch, ihr scheiß Geisterfritzen. Habt ihr nichts zu tun? Meine Güte, ihr seid doch tot. Wollt ihr nicht den ewigen Ruhestand genießen? Nein, wollen sie natürlich nicht. Die verkloppen wir lieber Kätzchen. Auf Solstheim, die Schweinehunde. Ja, treffen, ne? Ja gut, wenn wir uns treffen, ist natürlich auch nicht so schlecht, weil wir, glaube ich, leichte Rüstung leveln. Ja, ja, die hat uns erwischt. Ja! Halt den Mund. Hinter uns ist einer. Ist egal. So, das ist eventuell der letzte. Stirb! So, eigentlich wäre jetzt gleich vorbei.
Aber das. Nee, den Kampfring schaffen wir noch. Ich kann ja jetzt hier nicht mittendrin aufhören. Ich meine, ich kann, aber ich mache das nicht. Diesmal nicht. Diesmal machen wir den frisch. Ich bin ein Drachenblut, ne? Das ist ja schon klar. Oh, wo fliegt der denn hin? Geisterhafte Überreste. Drangsteeler, 3 Ektoplasma. Ring der Auffrischung. Seelenreißer. Absorbiert 15 Magierpunkte und besitzt die Chance, magische Verteidigung zu entfernen, wenn die Waffe zusammen mit Blutschwinge geführt wird. Boah. Alles klar. Aber was kann eine Blutschwinge? Das Blutschwinge. Absolut 15 Punkte Gesundheitsschaden und besitzt die Chance, gegen eine Rüstung zu schwächen, wenn die Waffe. Okay, das macht Leben. Nee, da, ja, Gesundheit und Rüstung im Prinzip. Und das hier macht Magika und Verteidigung. Auch irgendwie. Okay. Gar nicht so schlecht. Die Truhe habe ich hier schon gelootet, glaube ich, ne? Ja. Sehr gut. Dann sind wir hier drin fertig. Eine Menge Ektoplasma gefunden. Und auch 2 Waffen, wie erhofft. Sehr, sehr geil. Ja, meine lieben Freunde, das war's. Wir haben den Kampf der Kämpfe bestritten gegen diesen komischen Geisterspacken. Ich meine, war jetzt nicht wirklich schwer. Ich meine, wir waren jetzt wir waren zu keiner Zeit in irgendwelchen Nöten. Eigentlich nicht. Ja, war vielleicht, ich meine, der eine hat an der einen Stelle ein bisschen was abgezogen. Aber was soll das denn? War einfach viel Geschnetzel. Diesmal nicht gegen Rieklinge, sondern gegen eine geisterhafte Besatzung. Aber ja, ist ja in Ordnung. Damit hätten wir den Schatz auf jeden Fall komplett. Und können uns nun anderen Quests widmen, wie zum Beispiel Hauptquest. Wir müssen ja noch immer versuchen, dann nach Norn zu stoßen, um den einen Schrei zu lernen. Womit wir dann diesen Windschrein anschreien müssen, um die Leute von Skaldorf zu befreien. Allerdings war es ja beim letzten Mal leider so, dass das Spiel immer abgeschmiert ist, als wir da waren. Müssen wir mal gucken, ob wir das diesmal irgendwie hinkriegen. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Und wir werden in der nächsten Episode, denke ich mal, mehr sehen. Nun gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.